enter your passcode. Ja, und damit willkommen zurück zu Earth 2150. Warum zurück? Weil wir die Eurasian-Dynastie schon gemacht haben. Und nach diesem wunderschönen Earth 2160 habe ich es ja angedroht, beziehungsweise versprochen, ja viel eher versprochen, dass wir jetzt wieder zu was Vernünftigem zurückgehen. Und jetzt sind wir wieder hier bei Escape from the Blue Planet, dem ersten Earth-Teil von Success, Topware und aus dem Jahr 2000 und ich glaube 1 oder 2000? Ich weiß es nicht. Irgendwie, naja, die Jahreszahlen verschwimmen. Macht aber nichts. Ja, was ist das? Das ist ein 3D-Echtzeit-Strategiespiel, was sehr super ist. Ich finde, es gehört zu den Besten. So einfach ist es. Zwar keiner von den bekannten, ja, von den üblichen Vertretern wie C&C und Warcraft, aber es hat was, ist es gut. Man kann forschen, man kann Einheiten nach Belieben bestücken, so ein bisschen wie bei Battlezone. Ja, es gab mal eine Zeit, wo das irgendwie Standard war. Aber gut, was haben wir hier? Wir haben noch zwei Kampagnen. Die Musik verabschiedet sich, das macht aber nichts. Genau, und da ist sie wieder, sehr schön. Wir haben die Eurasian Dynasty, wie gesagt, schon durchgespielt. Jetzt würde ich sagen, kommt United Civilized States und Lunar Corporation. Quasi die Amerikaner und die Mond, ne? Luna und so, Mondfrauen. Und ja, warum? Weil ich da Bock drauf habe. Die Komplettlösung, weiß Gott, wo ich meine habe. Wahrscheinlich ist sie irgendwie verschütt gegangen beim Umzug oder so. Das offizielle Buch, das Strategiebuch, wie auch immer, brauche ich zwar nicht, aber naja, ich möchte das haben. Das ist für mich, das gehört einfach dazu. Gerade bei sowas hier, ne? Eine schöne große Box und die Komplettlösung dazu, das muss einfach sein. Die ist allerdings immer noch nicht angekommen. Das hatte ich ja mal angesprochen am Ende von 2160. Und naja, darum habe ich mir gedacht, weil ich aber trotzdem Bock drauf habe, fangen wir mal an. Und zwar mit was ganz Langweiligem. Wir machen die Tutorials. Yay, richtig spaßig. Ich weiß zwar schon, wie das Spiel so funktioniert. Ich habe vielleicht schon die ein oder andere Stunde in diesem Spiel investiert. Und naja, ich würde sagen, wir machen es zwar trotzdem. Zunächst würde ich sagen, machen wir mal Folgendes. Wir schauen uns die Videos an zu den beiden Fraktionen. Anders. Wir schauen uns erstmal die Videos an. Ich würde sagen, zur Lunar Corporation. Dann geht's weiter mit der United Civilized States. Und dann starten wir mit den Tutorials. Oder umgekehrt. Oder wie auch immer. Denn die Lautstärke ist leider ein Problem. Ich muss ja ein bisschen rumtricksen, damit ich jetzt alles so aufgenommen bekomme, wie ich das gerne hätte. Ist nicht ganz so einfach und komischerweise hat der 60 FPS-Patch nicht funktioniert. Das hatte ich mal installiert, getestet, da lief alles. Dann habe ich es nochmal gemacht jetzt und jetzt will das nicht mehr. Jetzt mag er die Version nicht. Keine Ahnung, vielleicht haben die es irgendwie, vielleicht haben sie ein Update gefahren und jetzt funktioniert es. Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Allzu viel erklären werde ich nicht. Wer da Bock drauf hat, kann sich die Eurasian Dynasty Playlist raussuchen. Das ist auch gut. Genau, da habe ich alles erklärt. Das war das erste Mal, dass ich die Earth-Reihe angegangen bin. Da ist alles gleich am Anfang haarklein. Erklärt allerdings, das Tutorial wird natürlich einiges erklären, von daher schauen wir mal. So, Achtung, jetzt könnte es ein bisschen laut werden. Also Ohren zu. Wir schauen uns die Lunar Corporation an und machen dann das Tutorial. Are you from the moon?
Are you strong enough? Dark weight. Together, we'll win. Können wir anrufen, Recruitment Units, können wir uns gleich mal einschreiben. Ja, wie versprochen, extrem laut. So, und dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los mit der sogenannten, mit dem sogenannten Spiel. Und dann schauen wir uns mal um, was die denn so zu bieten haben. Aber nach einer kurzen Pause. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Lunar Corporation zu bieten hat. Ja, was habe ich gesagt, ich muss rumtricksen. Ich habe hier keine Kontrolle währenddessen. Das ist ein bisschen ungünstig. Ja, ich habe schon eine Charakterine gemacht, die sogenannte Bunkine. Keine Angst, hat nichts mit der momentan grassierenden Geisteskrankheit zu tun, sondern wir sind quasi, es gibt hier lauter Männchen, Weibchen. Die Luna-Frauen, ne, alle irgendwie so ein bisschen weiblicher unterwegs. Deswegen dachte ich mir, Bunkine passt doch da perfekt ins Bild. So, genau, neues Spiel starten, ich will sagen noch nicht. Mit Luna habe ich übrigens seinerzeit angefangen. Das war das erste Mal, dass ich das gespielt habe. Und ich werde es wahrscheinlich noch zigmal erwähnen, aber das ist einfach toll. Ne? Wo man dann angefangen hat auf, ich glaube, im Uralgebirge ist die erste Mission, wo dann die, wo man so kleinen Lunas durch die Gegend fährt, so kleine Aufklärungsfahrzeugchen, und wo es dann angefangen hatte zu schneien, da war ich schon ganz hin und weg. Und als dann noch, als es Nacht wurde, es war ja ein Tag-Nacht-Zyklus, da war es dann nämlich geschehen, als die blauen Scheinwerfer angegangen sind von den Einheitchen. Das sah halt richtig geil aus, wenn man dann nachts mit Scheinwerferlicht durch die Gegend gefahren ist. Das war toll. Na gut, wir starten das Tutorial. Analysiere Daten. Ja, so sieht's aus. Gleich kommt Text. Willkommen zum Earth 2150 Tutorial. Diese Mission zeigt dir, kannst du mich mal duzen, wie du inmitten des globalen Krieges in der Welt von 2150 überleben kannst. Im Laufe des Tutorials wirst du viele nützliche Nachrichten erhalten. Falls du vorherige Nachrichten sehen willst, kannst du jederzeit unter Menü im Ziel öffnen. Okay, also los geht's. Am allerwichtigsten in 2150 ist dir der Umgang mit der Kamera. Damit beginnen wir die erste Lektion. Schließlich kannst du ja nur auf etwas schießen, was du auch sehen kannst, nicht wahr? Die Kamerabedienung ist im Grunde ganz einfach. Ja, bewege den Cursor zum Bildschirmrand und die Kamera bewegt sich automatisch. Ja gut, das brauchen wir nicht. Ansichten schnell wechseln. Kartenbildschirm, Karte, ja, ja. Und zack, schon bist du da. Alles klar. So, was müssen wir tun? Wir machen einfach mal alles. Haben wir denn noch Ziele im Leben? Ziele, Einsatzbesprechung. Ja. Hui. So sieht's aus, genau. Das sind die Einheiten. Das sind die Luna, von denen ich gerade gesprochen habe. Kann man auch forcieren. Zack, Licht ist an. Mein Gott, war das früher toll. Hier das Tutorial leider in so einem Frühlingssetting. Ja, Escape from the Blue Planet fängt halt an. Eisig, Schnee und Co. Und dann wird es immer wärmer und irgendwann kommen die Lava und dann platzt der Planet. Okay, das reicht. Du kommst anscheinend mit der Kamera ganz gut zurecht, ja, würde ich auch sagen. Nun positioniere die Kamera über deine Einheit blauer Punkt auf der Karte. Deine erste Aufgabe ist es, ein Solarkraftwerk zu bauen. Öffne hierzu das Spielinterface, bla. Wähle das Solarkraftwerk und klinge an die Stelle, an der du es errichten willst. Das Solarkraftwerk wird in der Orbit-Konstruktionsstation gebaut und nach kurzer Zeit zum Bestimmungsort transportiert. Ja, das Tolle ist, das sind Luftfahrzeugchens. Ja, fast alle Einheiten der LC, Lunar Corporation, kann auf dem Wasser fahren. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Solarkraftwerk. Das können wir hier unten mal alles bauen. Hier können wir die Gebäude sehen, die wir schon gebaut haben. Platoons, dann können wir quasi Flotten zusammenstellen, Truppen. Und können die noch auf einen Klick alle durch die Gegend schicken. Also sowas wie STRG 1234 plus die Tatsache, dass man dadurch dann mit dem Hauptgebäude die Verteidigung sozusagen anleiern kann. So, und jetzt wird hier aus der Luft das Zeug abgeladen. Lustig auch, ich bin immer vorsichtig, dass ich nicht in die Sachen reinzoome. Warum? Weil es früher mal zu Abstürzen geführt hat. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, bei heutigen Versionen, aber damals war das noch so. Das Solarkraftwerk kann nicht ohne Solarzellen funktionieren. Diese müssen erst konstruiert werden. Klicke deshalb auf das Solarkraftwerk und danach auf das Register. Selektiert im Spielinterface. Nun auf den Button Solarzelle und dann das Terrain in dem Kraftwerk klicken. Diesen Vorgang musst du viermal wiederholen. Beachte, dass du Solarzellen nur in der Nähe des Kraftwerks bauen kannst. Jedes Solarkraftwerk kann bis zu 10 Zellen versorgen. Ja, ich würde sagen, sie haben nicht gelogen.
Und deswegen machen wir das mal so. Ich muss diesen Vorgang, ich darf ihn eigentlich bis zu viermal wiederholen. Es werden, glaube ich, auch vier Sachen gleichzeitig transportiert. Wir können mal schauen, ob das stimmt. Das Gebäude braucht drei plus eine Kleinigkeit. Also man muss sie immer in Viererblöcken aufbauen. Quatsch. Sich liefern lassen. So, jetzt schauen wir mal. Glatt gelogen. Fünf. Direkt beim dreckigen Lügen erwischt. Komm, wir knallen hier einfach mal alles zu mit den Solarzellen. Okay, kommt noch mehr. Drei. Sechs. Okay, dann sind es halt zweimal drei. Mein Gott. Man kann nicht immer gewinnen. So, das heißt also, zwei große Gebäude könnte man gleichzeitig transportieren oder eben auf einen Schlag sechs Batterien. So, jetzt können wir mal gucken. Selektiert. Wir sehen auch, was sie an Strom bieten. Das Solarkraftwerk kann jetzt in Betrieb gehen. Während des Tages wird es alle Gebäude mit Energie beliefern, egal wie weit sie entfernt sind. Man beachte links oben die Uhrzeit. 1 PM. Was heißt nochmal? Post? Post? Nicht Midere, Meridan oder so? Also nach 12 Uhr. Ist 1 Uhr Mittag jetzt gerade. Heißt, wenn es dunkel wird, so ab, was weiß ich, 18 Uhr oder so? Oder 20 Uhr, 19 Uhr? Ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Dann klappen die sich zusammen. Dann funktionieren die nicht mehr. Warum? Ist halt so. Solarenergie. Ja, ich spare mir mal die Kommentare über Energiewende und so einen Scheißdreck, aber ja, man kann sich selber vorstellen, was ich davon halte. Natürlich musst du auch während der Nacht oder bei starker Bewölkung genügend Energie zur Verfügung haben. Deshalb muss eine Batterie gebaut werden. Sie wird als Energiespeicher genutzt. Tagsüber wird die Sonnenenergie gespeichert und nachts abgegeben. Also baue nun bitte eine Batterie. Es gibt aber nicht viel Platz hier. Schicke daher deine Truppen los, um freies Bauland zu finden. Nördlich von deiner Position findest du eine Insel. Dort kannst du die Batterie bauen. Ja, ich habe trotzdem hier Platz. Aber wir nutzen einfach mal unsere Einheitchen, denen ich auch direkt folgen kann. So, wenn ich die Klappe wegmache, dann sehe ich mehr. Man kann übrigens auch diese Sicht reinmachen. Da sieht man noch mehr, habe ich gemerkt. Dann kann ich verschiedene Punkte sichern und kann quasi in drei Feldern gleichzeitig spielen. Das geht aber so ein bisschen auf die Leistung, wie man hier unschwer erkennen kann. Es läuft nicht mehr ganz so hundertprozentig rund. So, da wird Material geliefert. Wir haben eine neue Insel entdeckt. Aber irgendwie reicht das noch nicht. Tutorial wartet. Noch mit den neuen Informationen. Das ist ja in Ordnung. Außer meine herzlichen Gefahren aufgedeckt. Ist das nicht süß? Naja, die Karte ist offensichtlich das Luna-Symbol, oder? Sieht so ein bisschen danach aus. So, einer selektieren, alles. Also immer, zack, nach Norden ausrichten. Muss mich ein bisschen wieder an die Steuerung gewöhnen, aber zumindest gibt es eine Steuerung, die vernünftig ist. Nicht wie bei 2160, da war das nämlich der Stuhl. Ich muss hier auf der Insel anlanden, oder wie ist das gedacht? Weiß ich nicht. Ich fahre los. Krieg ja keine Befehle. Ach, baue eine Batterie, mein Gott. Ich habe doch schon einen Befehl bekommen, genau. Batterie. Hätte ich mal schneller bauen müssen. Wir haben es schon 3.20 Uhr. Ja, die kommen auch immer mit so ein bisschen Energie gespeichert, 25% oder so. Da muss man auch immer ein bisschen drauf achten bei der LC, dass die Energie ausreicht. Die können übrigens, wie man sieht, einfach überall alles aus dem Orbit absetzen und dann wird es dort gebaut, wo man es gerne hätte. Besonders günstig, man kann die Sachen auch ins Gelände beamen, wo man sonst nicht hinkommt, zum Beispiel oben auf dem Berg. Da ist es natürlich ganz günstig. Ja, Earth 2150 hat auch noch, oder Escape from the Blue Planet, das erste, hat auch noch keine Luftabwehrgeschichten. Das kam erst mit The Moon Project, also keine Plasma, Anti-Air und so weiter. Macht's sehr angenehm. Nun baue bitte eine Hauptbasis. Nach Selektion der Hauptbasis siehst du ein Kreuz auf dem Boden. Es zeigt die Position des vorderen Basistors an. Falls du die Richtung des Basisfondes ändern möchtest, drücke Enter auf dem Zahlenfeld. Hier ein paar nützliche Tipps. Du kannst jederzeit die Spielgeschwindigkeit erhöhen, bla, während der Spielpause. Numlock-Taste, Voreinstellung, was? Keine weitere Befehle erteilt, geforscht und neue Einheiten kreiert werden. Numlock-Taste. Okay. Ah, Tatsache, stimmt. Hatte ich schon wieder vergessen. Alles klar, man kann das Spiel pausieren. So, schauen wir uns erstmal das hier an. Das ist die sogenannte Batterie. Und die, genau, die klappt sich jetzt immer weiter auf, ne? Hier sieht man jetzt eins. Ah, haben es gesehen, die Fühlerchen gehen auf. Status, lade auf, 27% aufgeladen. Noch produzieren die jetzt 28, genau, dann geht die immer weiter auf, wie gesagt, die Fühlerchen. Und hier gucken wir mal, die produzieren nur noch 93% Strom. Hier können wir gucken, Energie 720, 8 von 10 Solarzellen hier und Energiegesamt und Verbrauch. So, das heißt, da fehlen noch zwei.
Die jetzt zu bauen ist natürlich völlig hirnverbrannt. Aber man sieht es, ja, geht immer weiter runter, geht immer weiter runter. Warum ist das interessant? Weil eben alles sozusagen für die komplette Basis benutzt wird. Und wenn man sowas wie Laserzäune baut, geht ruckzuck mal die Energie weg. Wie gesagt, aber wenn man eine Batterie des Nächtens baut, dann bekommt man wieder einen kleinen Bonus. So, Hauptbasis. Wenig Material in der Hauptbasis. So, das kennt man noch aus dem Hauptspiel. Quatsch, aus der ED-Kampagne. ED, Eurasian Dynasty natürlich. Eurasian Dynasty. So, hier können wir gucken. Ja, jetzt dürfte so langsam jetzt, wenn die Lichter angehen. Lade auf, ist immer noch. Oh, okay. Also, um 7 Uhr, schätze ich mal, geht's Licht aus. Beziehungsweise Lichter sind schon an, aber lade auf. Was kommt als nächstes? Lade ab. Hä? 37, okay. So, da wird's geliefert. Zunächst musst du ein Ressourcenfeld finden und dann die Mine bauen. Du musst die Mine in die Nähe von natürlichen Rohstoffquellen setzen. Sie wird dann alle Rohstoffe innerhalb eines Bereichs von 2 Feldern verarbeiten. Die Mine wird die Rohstoffe automatisch in Kredits umwandeln. Das ist natürlich super. So, da hauen sie wieder ab. Das ist das nette Gebäude. Da kann man auch, ja, deswegen habe ich auch bei 2160 immer die F3 gedrückt. Ich weiß auch nicht was. Das hat sie so festgefressen ins Hirn. Ja, hier kann man Sachen bestücken. Links oben sehen wir die Ausrüstung. Das heißt, jedes einzelne Gebäude kann ich bestücken. Ein Banner gibt es, glaube ich, plus 2 Level für alles, was im Weg ist. In der Umgebung, nicht was im Weg ist. Und Level, Erfahrungspunkte und so weiter, heißt einfach, dass die Einheiten mehr Schaden machen, weiter schießen können, mehr Trefferpunkte haben, vielleicht sogar mehr Schildpunkte, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall werden die immer besser. Deswegen Einheiten hegen und pflegen, ganz wichtig in diesem Spiel. So, mit F1 kann man sich Sachen zusammenstellen. Wenn man das Ganze hier spielt, zum Laufen bekommt, vielleicht die Bug-Version, kann ich empfehlen, und das Ganze dann mal versucht auf standardmäßig auf Full HD zu spielen, 1920x1080, dann wird einem jetzt das Spiel abschmieren. Warum? Weil die wahrscheinlich nicht hochskaliert werden, die Animationen. Deswegen muss man das auf einer geringeren Auflösung spielen. Gibt auch so ein Patch, man kann es über andere, angeblich über diesen Endglide-Wrapper kann man das hinbekommen, hat bei mir aber nicht funktioniert. Und da dachte ich mir, dann lassen wir es doch einfach. Gut, Mine. Bin mal krass und bauen 2 Minen. So, wie sieht es hier aus? Ja, genau. Jetzt ist nämlich bei Status entladen. Das habe ich nicht aufgepasst. 8 Uhr oder um 7 Uhr abends ging es wohl schon los. Und jetzt werden die kleinen Fühlerchen auch nach und nach eingeklappt. Richtig. Das kann man natürlich ein bisschen auffangen, indem man jetzt zum Beispiel sagt, man baut noch eine Batterie. Und am nächsten Tag, wenn es das Morgengrauen wiederkommt, dann können wir gleich mal machen, oder? Sollen wir das mal machen? Ach, warum nicht? Komm. So, hier wird jetzt was produziert. Okay. Jetzt kannst du endlich deine erste Armee zusammenstellen. Du musst dich zuerst entscheiden, wie deine Fahrzeuge aussehen sollen. Du kannst deine eigenen Kampftruppen entwickeln. Öffne das Konstruktionsmodell. Wähle ein Chassis Modell Moon. Ausrüstung anklicken. Dann das Geschütz. Und schließen. Fertige jetzt 5 Moon-Einheiten in der Hauptbasis. So, Moon, Raketenwerfer. Achso, entweder oder, ne? Was machen wir da? Schaden. Ja, hier sieht man auch die Werte. Also momentan haben wir 300 Trefferpunkte. Moment mal, wie mache ich das? Ich würde sagen, ich mache einfach mal so. Gefechtseinheit nochmal. Ich erkläre gleich nochmal was. Ach nee, halt. Da machen wir einen Trick 17. Das kann ein bisschen dauern. Wo ist das? Wo ist Pause in der... Pause im Forschungszentrum, Pause im Konstruktionszentrum. Zack. Gut, keine Pause. Aber hier haben wir Pause, oben steht's. Gut. Was haben wir gesagt? 5 Stück. Pass mal auf. Das ist aber doch super clever. Wir bauen gleich nochmal 2 davon, oder? So, hier fangen wir schon mal an. Produktion hat begonnen. Ja, die sind natürlich relativ simpel, heißt, sie werden auch relativ schnell produziert. Ach Gott, ja. Die Batterie lassen wir auch gerade ab. Deswegen dauert das ein bisschen. Macht aber nichts. Nichtsdestotrotz machen wir das trotzdem mal. So, hier wird gebaut, da wird abgeliefert, alles klar. So, das heißt, ich suche mir ein Chassis aus. Das ist so ein ganz simples, hat nur 240. Ja, optisch ein bisschen verrückt, das liegt an der Art, wie ich es aufnehme, beziehungsweise am Renderer. Läuft über was? D3D, glaube ich. Produktion beendet. Genau. Damit, warum wähle ich den? Ich kann es natürlich auch anders machen. Auf anderen läuft es besser, aber diesen
diesen atmosphärischen Nebel, das ja, wie man hier sieht, ne, sich so farblich anpasst an die Temperatur quasi, nicht an die Uhrzeit, nicht an die Temperatur. Das bedeutet, naja, da braucht man eben, das läuft über D3D. Man kann es auch über den N-Glide, oder nicht N-Glide, über OpenGL und sowas laufen lassen oder doch über Glide. Den Renderer, dann läuft das Ganze aber nur noch mit schwarzem, nicht mehr mit atmosphärischem Nebel und dann ist es halt immer dunkel. Das ist ein normaler Fog of War. Nebel des Krieges, wie man es kennt. So, die Minen arbeiten auch nicht schlecht. Produktion hat begonnen. So, wir müssen 5 von denen produzieren. 2 haben wir schon, da wird der dritte produziert. Da brauchen wir hier nochmal einen und dann sind wir auch schon, durch. Aber wobei, wir haben doch das Material eh. Produzieren wir einfach ein bisschen mehr. Ja. Produktion hat begonnen. Genau, so. Also wie gesagt, hier 240 Trefferpunkte und keine Panzerung, 0%, Geschwindigkeit aber 28. Die sind auch sehr schnell gebaut, die Dinger. Also perfekte Aufklärer sind das. Und das hier dauert schon doppelt so lange, hat aber eine 50%ige Panzerung und mehr Trefferpunkte. Und mit Forschung kann man die dann noch weiter verbessern. Das heißt, wenn man jetzt ein Forschungszentrum bauen würde, kriegen wir vielleicht zu tun. Es gibt versteckte feindliche Truppen in diesem Gebiet. Deine Aufgabe ist es, sie aufzuspüren. Viel Erfolg. Du kannst eine oder mehrere Gefechtstruppen jederzeit durch die automatische Verfolgungskamera begleiten. Drücke die F-Taste. Um nie den Überblick zu verlieren, solltest du Gruppen oder Platoons kreieren. Wähle deine gewünschten Einheiten und drücke STRG-1-Voreinstellung, um die Gruppe zu erstellen. Wenn du nun einmal die Taste 1 drückst, wird die Gruppe angewählt, dann ein zweites drücken, automatisch bla bla bla. Genau. Forschung kann man natürlich auch betreiben, dann werden die Luna zum Beispiel verbessert. Hier haben wir einen Forschungsbaum. Man kann also Luna und Moon kann man einmal verbessern. Produktion beendet. Doppelte Maschinengewehre und so weiter hätte man alles machen können. Ich glaube im Nachhinein weiß ich gar nicht, ob man die nochmal verbessern kann. Es gibt Upgrades über Reparatureinheiten, aber ich weiß gar nicht, ob das die auf die... Ob das zum Beispiel hier raus dann ein Doppelmaschinengewehr macht, weiß ich gerade gar nicht. Um deine Kampfstärke um einiges zu erhöhen, solltest du ein Forschungszentrum bauen. Dort können neue Chassis und Waffen entwickelt und deren Munition verbessert werden. Öffne das Forschungsfenster durch Drücken der F2-Taste. Während des Kampfes kann deinen Einheiten die Munition ausgehen. Inmitten eines Feuergefechts hat das unangenehme Folgen. Du benötigst also ein gutes Munitionsversorgungsnetz. Aber zunächst bitte ein Aero-Versorgungsdepot. Nun konstruiere das Versorgungsflugzeug, produziere es dann in der Hauptbasis. Durch Linksklicken auf das Flugzeug und dann auf das Aero-Versorgungsdepot wird die Munition automatisch zu deinen Trupps geliefert. Du kannst mehrere Versorgungsflugzeuge gleichzeitig nutzen. So, wie war das nochmal? Forschung. Ach ja. War da nicht was mit Forschungszentrum? Hier doch was mit Forschung ist es doch gerade, oder nicht? Irgendwie glaube ich schon, ja. Wir können mal Folgendes machen, und zwar bauen wir ein Solarkraftwerk hier hin. Und hier im Osten, würde ich sagen, machen wir mal ein Forschungszentrum. Ist aber verboten, deswegen machen wir das nicht. Was ist denn jetzt los? Okay. Darf ich nicht? Na gut. Dann würde ich sagen, leiern wir mal die Forschung an. So. Es ist noch 2.30 Uhr nachts, das heißt, da müssen wir jetzt nicht unbedingt anfangen, mit irgendwelchen Solarpanelen zu arbeiten. So, das heißt, hier können wir uns mal die Kollegen schnappen. Doppelklick, ja, perfekt, alle die aus... Es funktioniert, lass nicht anklicken, alles toll. So, ihr seid die Nummer 2. Oh, das ist noch mehr. Ja, das ist natürlich schlecht, dass ich jetzt die ganzen Einheiten schon produziert habe, denn... Ja, die produzieren alles weiter, fleißig. Machen wir überall nochmal einen. So, denn eigentlich sollte man die Forschung ja angehen, aber kann man sich ja eigentlich sparen. Mit 3 Forschungsgebäuden maximal hat man die maximale Forschungsgeschwindigkeit. So, machen wir es mal anders. So, 2, 3, zack, zack, zack. Stopp. So, jetzt machen wir die mal zu Platoons. Neues Platoon zusammengestellt. Operationsmöglichkeit besteht. Nächster Befehl bitte. Ah, so. Nächster Befehl bitte. Neues Platoon zusammengestellt. Alles klar. Und einer hinter bitte dazu. Produktion neue Befehle kodiert. Genau. Und wenn die zum Stehen kommen, dann schmeißen wir die auch noch dazu. Produktion beendet. Zack. Neue jetzt Befehle ist ja auch noch mit dabei. Komm schon. Und zack. Neue Befehle kodiert. So. Und der andere Trupp, der packt mal die eine dazu. Ja, so. Natürlich. Was machen wir? Linieninformationen. Und ihr? Befehl achso, reicht ja, wenn man einen anklickt. Und hat dann direkt das ganze Platoon und ihr werdet ein Quadrat. Ja. Natürlich. So, was macht ihr? Ich würde sagen, ihr dreht mal rechts rum. Rechts um. Links um und richt euch. So, funktioniert. Ja? Formation
Einfach mal so. Munition, haben sie gesagt, brauchen sie auch. Na gut. Na, von mir aus. Wir können mal anfangen. Mit was denn? Ich würde sagen, jetzt haben wir die schon gebaut. Dann MG-Kugeln. Ja, da wird der Schaden erhöht auf 20, auf 25, auf 30. Das dürfte eigentlich auch... Hier können wir Schilde machen gegen Energiewaffen, Elektrogeschütze. Damit kann man natürlich jede Basis sofort platt machen. So, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, wir... Ja, das dauert eine Minute. Wir können mal gucken. So, mal schauen. Moment. Könnte ich zu einer Gruppe machen. Ich könnte aber auch über Platoons Alpha und Beta anwählen und direkt hingehen. Und ja, Festposition oder Feind verfolgen. Man kann das Licht ausmachen. Das Gute an Earth ist ja, nachts, wenn man das Licht ausmacht, wird man wesentlich, wesentlich später gesehen. Das heißt, man kann sich an die Abwehr ranschleichen, weil die Einheiten einen so nicht erkennen. So, hier haben wir gesagt, 3, 1, na, 2, 3, so. Machen wir es komplett voll. Ja, bisschen getrödelt, jetzt ist natürlich schon Tag und die fangen schon an, Strom zu produzieren und die Batterien aufzuladen hier oben. Genau. Die sind auf 18% und der andere auf 9%, ja. Deswegen habe ich nochmal zwei gebaut, weil die doch einiges an Material fressen. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal schauen. Wir fahren weiter nach unten. Und ja, es sieht schon so aus. Sieht schon so aus, als ob hier die. Die Form ganz klar einem sogenannten. Dem LC-Dings entspricht. Und jetzt suchen wir den Feind. Ja, wo mag der wohl sein? Weiß ich es oder weiß ich es nicht? Ja, das ist definitiv eine Karte, die so erstellt wurde. Aha. Und wir haben schon einen Feind erkannt. Der Feind sind Schiffe. Ja, das ist natürlich schlecht. Die United Civilized States und ihre grässlichen Kampfmaschinen zerstöre die Roboter. Du kannst jederzeit anhand der Space-Taste die letzten Basis- oder Einheitenmeldungen springen. Ne, zu. Hä? Zur letzten Basis- und Einheitenmeldung springen, genau. Hörst du zum Beispiel, dass wir angegriffen werden, kannst du durch Drücken dieser Taste zum Kampfgeschehen springen. Bedenke, dass du jederzeit die Spielgeschwindigkeit ändern kannst. Ach ja. So etwa was. Hörst du langsam? So. Ruckelt immer noch ein bisschen. Machen wir es so. Alles klar. Und natürlich hätten wir Schilde. Ja, wir sind ja die Lunar Corporation. Dann hätte der Feind nicht so gute Karten. Oh je. Ah ja, ich sehe schon. Der Feind ist gut dabei. So, man kann natürlich auch sagen, kann man jetzt momentan nicht. Ach, Munition brauchen wir noch, ne? So, wir feuern aus allen Rohren. So, der Feind leider auch. So, wir sind hier. Ziehen uns mal ein bisschen zurück. Genau, Aero irgendwas wollten wir nicht bauen. Jetzt mal gucken. Aero Munitionsding. Wo haben wir denn Platz? Wo können wir denn... Ja, hier ist was aufzubauen. Ah doch, da hinten geht's. Da kommen sie nicht ran, die Schweinebande. So, jetzt müssen wir gucken. Gebäude. Jetzt würde ich sagen, bauen wir mal in jeder ein Versorgungsflugzeug. Jetzt bin ich ja schon wieder der Erklärbär. Was soll das denn? Was soll das denn? So. So, die schicken wir alle hierher. Jetzt werden die produziert. Und dann werden sie... Und dann ist alles gut. So, die sind hier mittig. Hier haben wir auch noch eine Einheit irgendwo. Nein, sind wir schon krepiert? Nein. Oh, der Kollege ist schon direkt dabei, hier Ärger zu machen. Richtig. So, die sammeln hier mit ihren Erntern das Zeug weg. Das sind die UCS-Sammler. Hier ist die Raffinerie. Und das sind die Energietransmitter. Wir haben es ja schon bei 2160 gesehen oder auch bei Earth 2150, ne? Den schicke ich jetzt mal rein. Vom Baugedöns haben sie auch. Und schalte ich die Transmitter aus, denn die Kraftwerke, das ist die eigentliche Energie. Und hier wird das Ganze mit Energietransmittern weitergeleitet, weil die sind teuer, die sind günstig. So, und? Feind ist ganz in der Nähe, sagen sie. Ja, vielleicht ist es gelogen. Stelle ich es wie immer auf Mittel. Hier sind Transporter 0, Munitionsanfragen 1. Was soll ich jetzt tun? Ihr sollt hier anfangen zu arbeiten. So, ein bisschen... Da komm, ich stelle... Forschung wurde abgeschlossen. Stell euch dahinter hin, so. Klar. Klar. 1, 2. Alle mal Munition anfragen. Jetzt haben wir 11 Munitionsanfragen. Jetzt gehen sie hin, laden sich auf und transportieren es
dahin, wo es gebraucht wird. Oh, das weiß ich noch früher. Die ungepatchte Version, wo sie sich hier gestapelt haben und dann ging es hier nicht weiter. Das war vielleicht unangenehm. So. Jetzt schicken wir die Truppen einfach mal hier grob in die Mitte. Man sieht es hier hinten, der wird schon aufmunitioniert. So, dann braucht er erst einen Moment. Muss erstmal verkraften, dass er jetzt gerade Munition bekommen hat. Achso, die bekommen auch frisches Material. Ja, Forschung und sowas könnte man ja alles machen, aber wen interessiert das? So, hier sieht man aber bei denen jetzt nur noch den Gesamtschaden und die Gesamttrefferpunkte. Man kann nicht mehr einzelne Einheiten raussuchen. Da müsste man die Platoons wieder aufheben. Man kann auch solche... Wie bitte? Achso, wir werden beschossen. Okay, dann jetzt mal alles ran fahren. So, die nehmen wir mit dazu. Die ist auch ein Teil von Alpha. So, und dann wird das hier mal eliminiert. Es kann ja nicht ganz sein, dass die hier ständig... Hörst du mal auf damit? Na komm, wir machen erstmal den Bau-Otto hier weg. Der hat nicht mehr viel. So, Beta ist auch am Start. Beta ist das. So, hier wird nichts gebaut. Gut, dann würde ich sagen, ist es Zeit für Stromausschaltung. Ich glaube, Schiffchen haben sie keine mehr, ne? Sieht nicht so aus. Oh, das war alles zugestellt mit Abwehr. So, jetzt müssen wir ihnen sagen, feste Position haben sie schon. Der Feind ist ganz in der Nähe, ja. Machen wir erstmal die Zivilproduktion weg. Aus der Zivilproduktion kommen nämlich solche lustigen Einheiten und Sammler raus. Und ihre Versorgungsflieger. Die Condor, genau. Das muss ein Mammut sein. Mammut, genau. Und Abwehrgebäuden, ja, die können halt. Die können auch ohne Strom überleben. Oh je, und jetzt kommen sie hier an. Ja, man kann denen auch Befehle geben. Wenn man sie nicht in Platoons hat, logischerweise. Jetzt fahren sie wieder zurück und machen hier ein bisschen Ärger. Ist ja in Ordnung. So, da wird die Munition wieder rangekarrt. Kann man auch mal das Licht anmachen. Wie gesagt, wenn man sich nachts reinschleicht, ne, sollte man vielleicht machen. Deswegen Angriffe bei Nacht immer zu bevorzugen. Einfach das Licht aus und dann mal machen lassen. Die schießen irgendwie auf alles gerade. Außer Tiernahrung. Bloß jetzt natürlich werden sie wieder gesehen, weil die oben mit ihrem Licht die eigenen Truppen erhellen. Der hält noch eine Weile. So, dann wollen wir mal. Panzersperren haben sie auch aufgebaut, aber wir fahren einfach querfeldein. So, interessant. Ne, intelligent wäre es gewesen, wenn ich zum Beispiel in diesen Trupp auch noch einen Moon mit einem Banner drauf mitgegeben hätte. Dann könnte man nämlich die ganze Geschichte schneller beenden. Die haben jetzt alle schon unten, sieht man es, einen Strich. Oben Lebensenergie, drunter Elektronik, daneben die Temperatur, dann die Munitionsanzeige, dieses dunkelgrüne und darunter dann die, genau, die Erfahrungspunkte. Und der hat schon eine Stufe dazu bekommen. Der hat 0, der hat einen, der hat einen zweiten Level schon. Nächster Befehl, bitte. So oder so ähnlich funktioniert dieses Spiel. Das haben sie natürlich, weil sie das Licht aushaben, sind sie langsamer und da fliegt das Atomkraftwerk in die Luft. Wie lautet der Befehl? Gut, dass wir Solarkraft haben. Naja. Wie lautet der Komm, Befehl? Licht an. Achso, der Quatsch. Ja, das Interessante ist auch, dass auch solche Einheiten, so simple Einheiten, wenn sie das Licht aushaben nachts. Es kann sein, dass sie sich an so einen Turm hier ranschleichen können, weil sie eine entsprechende Level haben und damit eine größere Reichweite. So, jetzt drücken wir mal Stopp. Und hier drücken wir auch mal Stopp. Achso, die müssen sich erstmal. Wir müssen erstmal sammeln. Verständlich. So, man kann natürlich hier auch das Licht ausmachen, dann kommen die langsamer angeflogen, aber sie decken nicht die eigenen Einheiten auf. Das ist natürlich auch wieder clever. So, gehen wir hin und lösen Beta mal auf. Platoon auflösen. Platoon ist aufgelöst worden. Richtig. So, halt. Jetzt sind sie auf Feind folgen. Haben wir Feind schon erkannt? Das ist natürlich schlecht. So, jetzt kann man das Skript ändern. Hä, was soll das denn? Man kann sie zu Licht ausmachen. So, jetzt haben sie immer das Licht aus. Aber es sind jetzt wieder Feindfolgen. Licht aus. Das wollen wir natürlich auch nicht. Gebiet halten. Ne, was haben wir? Position halten. Was sind sie jetzt?
halten sie die Position. Man kann sie patrouillieren lassen. Das hier, wie gesagt, extrem gut. Was ist der hier? Achso, der gehört noch dazu. Okay. Man kann die eskortieren lassen. Das heißt, der eine folgt dem anderen und der andere, der patrouilliert. Was macht er jetzt? Erste Position. Ja, aber weil er jetzt den eskortiert, hat er jetzt den Feind da drüben erkannt. Und weil er den beschützen will, fährt er los und greift das Ziel an. Ist aber jetzt nicht gewollt. Was gewollt ist, ist folgendes. Oh je, jetzt haben wir hier jede Menge. Achso, da haben wir doch die anderen dabei. Klar, weil ich jetzt sowohl ne, Platoon als auch normale Einheiten habe. Wir haben dann wieder das Skript. Jetzt wird's richtig geil. Profil, richtig gut. Anfängereinheiten sollten wir für, weiß ich nicht, das ist so Marke Dune, angreifen oder auch nicht. Stopp, angreifen. Jawohl, bewegen haben wir nicht. Also es ist schon weniger als Dune 2. Genau, hier kann man übrigens noch, auch interessant, Start, Aufnahme, geh dahin, fahr dahin und dann fahr hier runter. Und wiederhol das. Los, ausführen. Was mache ich jetzt? Jetzt fährt er im Viereck rum. So, in der Zwischenzeit, und das wiederholt er immer. Auch gut, man drückt quasi R, gibt die Bauaufträge alle durch. Für ID und UCS besonders gut. Dann drückt man X, dann führt er das alles der Reihe nach aus und die Basis steht. Man kann sich selber um was anderes kümmern. Perfekt. Ein paar Klicks und es geht sofort weiter. Oder man umgeht eine Abwehr, klick, klick, klick und greift dann an. Das heißt, man fährt erstmal drumrum, greift von hinten an. Das macht man alles mit ein paar Klicks, weil man es alles einprogrammiert. Und das geht halt ruckzuck von der Hand. Perfekt. So, Skript ändern. Profi, was ist das? Profi-Einheit. Was ist hier besonders gut? Dass er jetzt wieder vorfährt, ja, Gebiet halten, natürlich. Dann hält er das Gebiet, fährt er wieder zurück, wenn die Gefahr gebannt ist in dem Bereich. Auch super für, ne, hinter die Abwehr zum Beispiel, fährt vor, hilft bei der Abwehr, fährt wieder zurück, wird aufmunitioniert, alles supi. Was noch? Rückzug. Neue Befehle kodiert. Aber nicht jetzt. Na, wir machen keinen Rückzug, automatischer Rückzug. Wenn die Munition leer ist, damit sie nicht dumm rumstehen und sie abknallen lassen. Bei 50 oder 25%. Ja, wenn es eng wird, oh, zieh dich schnell zurück. Man kann doch sagen, greif irgendein Ziel an, ja, greif das schwächste Ziel an, mach das mal platt. Ja, zum Beispiel irgendwie so MG-Einheiten oder sowas, die sollen das noch fertig machen und die mit den schweren Waffen sollen nur auf das. Ja, irgendwie auf das nächste Ziel losgehen. Dürfen sie feuern, ja, dürfen sie nur verteidigen, dürfen sie nur zurückschießen, ja, oder Feuerpause. Ihr schießt gar nicht. Das ist alles sind so interessante Sachen, die man da durchführen kann. Auch ganz wichtig, immer Munition anfordern. Am besten bevor man irgendwie den Angriff startet. Zack, ja, schon mal Munition anfordern. Jetzt haben die hier 10 Munitionsanfragen. So, wir beginnen den Kampf. Verlieren jetzt, gerade bei denen spielt es jetzt keine Rolle. Die haben halt massiv Munition. Ist ja klar, dafür machen sie nicht viel Schaden. Kann man auch ansehen, die haben auch mehr Munition, glaube ich. Hier bei Ammo. Ich meine, sie haben mehr Munition, wenn sie aufsteigen, wenn sie Erfahrungspunkte sammeln. Alles klärchen. Machen wir den Feind noch platt und dann hat sich's auch schon wieder. Das müsste mich gewesen sein. Die sind halt ein bisschen hartnäckiger, aber kriegen wir alles hin. Und natürlich, je mehr sie wenn sie aufsteigen, wie gesagt, die Reichweite ist ja immer so, was mich immer so was ich am tollsten finde. Und die Musik natürlich auch ein Traum. Sieg. Du hast alle feindlichen Truppen besiegt. Die Lunar Corporation ist stolz auf dich. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Weitere Nutzinformationen. Ja, Doppelklicken, Platoons, Gruppenverbände. Ja. Alle Einheiten laden ihre Energie automatisch wieder auf, sofern sie keine anderen Kommandos ausführen. Falls ein Kampf an einen Schlag angeschlagen sind, entfernen sie vom Kampfgeschehen und lassen sie für eine Weile in sicherer Entfernung stehen. Die Energie wird aufgeladen und du kannst die Einheit wieder in den Kampf schicken. Du kannst nur beenden und noch ein wenig weiterspielen. Ja, wenig weiterspielen brauchen wir nicht. Jetzt haben wir alles geklärt. Jetzt wissen wir Bescheid. So. Wir beenden. Das war's. Ja, wie gesagt, wenn sie Schaden genommen haben, einfach hinstellen. Die regenerieren sich schon. Anders als bei anderen, wie bei der UCS oder der ED, die müssen repariert werden. Händisch. Brauchen wir das hier nicht. Einfach stehen lassen. Später gibt es dann noch sowas wie Regeneratoren. Das sind so Sonden, die hinterher fliegen. Das hier zum Beispiel. Hier haben wir einen Detektor. Die haben keine Panzerung, kein gar nichts. Am besten immer Licht aus. Und wenn man so produziert, sind sie zwar noch langsamer und kann man dann eskortieren lassen. Ja, und dann fahren sie hinterher, decken das Gebiet auf, das Gelände. Und wie gesagt, Schild- und Hüllenregeneration haben wir dann auch noch. Das so viel zum Thema. Wir sagen, ohne Umschweife,
Direkt zum nächsten. Achtung, jetzt wird es wieder sehr laut. Dann bitte die Ohren zuhalten, weil sonst fliegen sie jetzt davon. Scan for information. Ja, ein bisschen was in Star Trek gehabt, ne? Dieser Jingle. Oh, wie nennt man sich denn? B-UN. Ach, Mann, ich kann. Bunk. So, das passt. Spiel beginnen. Jetzt mal schauen. Genau, Tutorial. Wir legen direkt los. Neue Bodenschätze entdeckt. Ist das so? Tacitus, Tactical, Tutor, Prozessor, Rekrut, Subjekt X072, Kamera, Bedienung. Diese Trainingsmission ist die optimale Vorbereitung für die bevorstehenden Einsätze. Die Befehle und Nachrichten können unter Menüziele auf dem Computerinterface abgerufen werden. Erst muss der Umgang mit der Gefechtskamera beherrscht werden. End of message. Ja, hier ist alles natürlich mit KI und Co. Oh, und mit Regen. Einheitlos. Ja, entsprechend, ne, alles Max, alles lecker. Kellogg's oder was? Gleichwerbung. Naja, heute mal verregnet und alles auch schön gülden. Das ist natürlich auch nicht schlecht, oder? Ja, Kamera oder was? Habe ich jetzt begriffen, genau. Tacitus sagt uns diesmal Atomkraftwerk. Die Bedienung des Kamerasystems wurde eingeprogrammiert. Die Kamera muss nun über der Baueinheit positioniert werden. Roter Punkt auf der Karte. Ein Atomkraftwerk muss gebaut werden. Bauroboter Mammut durch Linksklick anwählen. Konstruktionsfenster erscheint. Auswahl des Atomkraftwerks im Bauinterface. Linksklick auf das geplante Gebiet. End of message. Atomkraftwerk bauen. Achso, jetzt habe ich ein anderes Layout hier. Okay, macht aber nichts. Funktioniert trotzdem. So. Beginne Operation. So, es wird aufgebaut. Oh, schöner Regen heute. Genau, du verlässt meinen Stützpunkt. Mach mal das Licht an, dass man es sieht. Weiß nicht, ich glaube, Licht an bringt aber nicht mehr Sicht. Das ist nur die Optik. Genau, der empfängt die Übertragung. Vielleicht mal nicht mit dem Baumfahrzeug die Gegend sondieren. Heute wieder sehr wässrig. So, Atomkraftwerk steht und läuft. Eine Zivilproduktion muss gebaut werden. Die Fabrik muss in der Nähe des Kraftwerkes stehen. Sonst ist keine optimale Stromversorgung gewährleistet. Die Stromreichweite wird durch die F9-Taste angezeigt. Das Kreuz in der Bauauswahl zeigt die Position des Fabriktores an. Die Ausrichtung des jeweiligen Gebäudes wird durch Enter auf dem Zahlenfeld geändert. Alt und B zusammen öffnet das Spielinterface. Stimmt. Hä? Wir sind jetzt aber mal hier. Ach so, klar, Bau. Ja, verstehe. So, Zivilproduktion. Haben wir den Platz? Haben wir den Energie? Oh ja, stimmt. Hier können wir es auch bauen, aber Computer sagt nein. Dann bauen wir es aber schön am Wasser. Genau. Oh, Wetter wieder. Nee, Wetter ist doch schlecht. Aber ist streckenweise ganz gut. Hier ist zum Beispiel wenig Regen. Hier ist ein bisschen mehr. Beeinflusst übrigens auch die Bodeneinheiten, wenn es regnet. Genauso wie der Wind die Flugeinheiten beeinträchtigt. Teilweise können die gar nicht starten. So, das hier ist das Gitternetz. Dann sehe ich, wo ich was bauen kann. Wo ich laufen kann. Perfekt. Und anders als bei Manu. Okay. Unheimlich. Kontrolle verloren. Über das Spiel. Naja. Was war der Plan? Was sollen wir bauen? Sollen wir überhaupt irgendwas bauen? Ziele? Raffinerie bauen. Ah, na klar. Halt, gab es einen Befehl gerade? Moment, habe ich da gar nicht. Vielleicht einen Schlaganfall? Raffinerie. Vorhandene Rohstoffvorkommen müssen zu Credits verarbeitet werden. Eine Raffinerie muss gebaut werden. Das Gebäude ist im zweiten Bauregister gespeichert.
Rechtsklick auf das Baufenster, um das Register zu wechseln. Weitere Informationen, Textfenster wie diese Missionsbeschreibungen, Besprechung, können auch mit der Maus durchgescrollt werden. Über dem Text beide Maustasten gleichzeitig drücken und die Maus vor und zurück bewegen. Stimmt gar nicht. Wie? Na egal. Achso, es gibt nichts zu scrollen, weil es so wenig Text ist. Ja. W, Wirtschaft, P, Produktion, Bauverteidigung, A, Andere. Mauern kann man bauen, schmale Brücken kann man errichten und man kann Tunnel bauen, Land einebnen und Gräben ausheben. Wir produzieren. Wir bauen. Ach, Wetter ist wieder schön. Hervorragend. So, jetzt kommen atmosphärische Klänge auf. Ich könnte mal einen Graben buddeln. Warum? Weiß ich nicht. So, zack. Achso, haben wir teilweise schon gemacht bei der... Ich glaube bei Muna... Muna? Nee, Luna. Ne, Moon Project. Sag mal, bin ich fertig? Da haben wir das gemacht. So, das heißt, der gräbt jetzt mal schön. Der wühlt da drüben so ein bisschen den Boden auf. Ist quasi ein perfekter Verteidigungswall. Kann nicht zerstört werden. Und die Gegner müssen außen rumfahren. Ressourcen müssen vom Rohstoffvorkommen zur Raffinerie transportiert werden. Zwei Erntefahrzeuge bauen, Fahrzeugfabrik selektieren und benötigtes Fahrzeug im Konstruktionsfenster wählen. Mehrfaches Klicken produziert mehrere Einheiten. Stimmt. Oh, und wir haben sogar schon die... Ne, 4 ist Standard, oder? Können wir mal gucken. Forschung. Ah ne, kann man upgraden hier. Wenn man das denn möchte. Wenn man es nicht möchte, dann lassen wir es einfach sein. So einfach ist das bei diesem Spiel. Ist das nicht toll? So, der wühlt. Und man sieht es schon. Ja. Hier ist dann nur noch von einer Seite zugänglich, aber auf der Seite, da ist halt dicht. So, zwei Stück müssen wir bauen. Hier bitte abliefern. Wieso wird das nicht angezeigt? Komisch. Normalerweise müsste das doch hier einen, so einen komischen, ne, wie hier diesen grünen Punkt anzeigen. Weil Kiekeln ist ganz wichtig. Transport beginnen, Erntefahrzeug anwählen, Linksklick auf Ressourcenfeld und Raffinerie. Rohstofftransport verläuft nun vollautomatisch. Produktion na, ist auch wurscht. Wie kam es erst mit dem Moon Project dazu? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. So, falls die Energie knapp ist, kann man hier übrigens auch einen Atomreaktor einfügen. Verfügbar 400, Verbrauch momentan 100. So, was macht er? Der ist fertig. Mit der Welt bauen wir einen Energietransmitter. Genau, in den grünen Bereich setzen. Und dann ist alles im grünen Bereich. Verdammt. Bereitmachung für die Entwicklung erster Kampfroboter zum Einsatz im Gefecht. Mech-Produktionszentrum bauen. Gebäude ist im ersten Bauregister gespeichert. Spielpause kennen wir schon. Danke. So, dann bauen wir mal einen Energietransmitter. Oh. Der Regen kommt wieder. Was haben wir hier? Mech-Produktionsstätte. Dann bauen wir die mal. Genau. Sie brauchen wir jetzt nicht mehr. Halt, doch, ganz kurz mal gucken. So, wie sieht's aus? Wenn der fertig gebaut ist, dann sehen wir's. Aha. Jetzt ist ja alles im grünen Bereich. Bauen wir mal ein paar Mechs, würde ich sagen. Tja, hier machen wir das auch mal. Denn hier ist eine Brücke und ich schätze mal, da müssen wir rüber zum Feind marschieren. Und damit das ein bisschen schneller von der Hand geht, baue ich die nicht aus einer Hand, sondern baue da gleich mehrere davon. So, die dürfen, glaube ich, immer 250er Schritten was abladen. Armee muss Tiger-Max. Armee muss zusammengestellt werden. Roboter werden durch Kombination von Chassis und Waffensysteme konstruiert. Drücken durch F1-Taste öffnen. Mech. Achso, Konstruktionssätze. Mech-Chassis-Modell Tiger auswählen. Mit auf Ausrüstung klicken. Also, na, wie man es kennt, 5 T-Shirts soll ich bauen. Das ist der Tiger, sind die Beinchen. Klicken. Jetzt haben wir MGs und Granatwerfer. Also, wie ich ja schon mal gemeint hatte, das ist nicht gut lesbar. Hier ist es wunderbar lesbar. So, MG Mac, normal. Können wir auch sagen, du bist mal gleich von Anfang an Licht aus. Oder eine Profi-Einheit, die sich wieder zurückzieht, wenn irgendwas, wenn es irgendwann unter Schuh drückt. Position halten, nein, wir machen Anfänger auch nicht Licht aus. Gerade für die natürlich perfekt. Warum? Kann man auch gleich einen Namen geben, aber Tiger G, man weiß gleich, was sie haben. Tiger MG, Tiger G für Granatwerfer. Ach, das ist natürlich ein Traum.
So, fünf Stück. Fünf Stück müssen wir bauen. Ach, ich mache halt weiter. Wie viele erhalten? Falls was aus der Luft kommt, vielleicht mal. Vielleicht mal noch was anderes. Ja, das sind so die. Auch später mit dem Plasma-Kanonen und so weiter. Und man hat es ja gesehen im Video, die Raketengeschichten. Die sind, ich sag mal, für den. Das sind so die Angriffstruppen, wo die ID-Geschichte eher so ein bisschen auf Verteidigung von mir aus ausgelegt war. Auf Reichweite und so weiter. Hier eher nicht. So, man sieht schon, die laufen sehr langsam. Warum? Ich sagte ja schon, es regnet. Und sie haben das Licht aus. Oh. Mit Produktion begonnen. Pass mal auf. Du produzierst. Ach ja, müssen wir gleich die Munition rankarren, ne? Das wäre das nächste wahrscheinlich dann. Uns mitgeteilt. Machen wir einfach mal eine große Arme. Und mit der laufen wir über den Feind drüber. So, hier bauen wir jetzt einfach Panzersperren auf. Denn warum auch nicht? Ja, man sieht schon, alles läuft ganz langsam. Jetzt habe ich gerade. Hatte ich gerade eben. Na? Zurückgehorchen. Einfach mal ein bisschen was an Mauer aufbauen. Und alles läuft natürlich jetzt sehr langsam, obwohl der das Licht anhat. Warum? Weil es regnet. Die alte Leier. So, versammeln sich ja alle um den Energietransmitter. Ist natürlich eine super Idee, dass ich ihn hier aufgebaut habe. So, jetzt kann ich sagen, hier baust du was auf. Hier baust du da was auf. Hier baust du hier was auf. Und hier machst du eine Linie. Ausführung. So, das macht jetzt alles der Reihe nach. Wie sich das gehört. So. Komm, 01, Feindkontakt. Feindliche Truppen wurden in dieser Region gescannt. Die Position muss ausfindig gemacht werden. Durch Drücken der Space-Taste zur letzten Basismeldung und so weiter. So, ich schätze mal, ich hoffe mal, dass ich auch recht behalten habe. Nee, dass ich recht behalte. So, wir müssen Feinde ausmachen. Ausknipsen. Genau. Ich schätze mal da drüben, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Mit Produktion begonnen. Wobei eher im Westen wahrscheinlich. Wahrscheinlich im Westen. Ja, ich produziere am besten schon mal in weiser Voraussicht Kondore. Drei Stück. Oh. Weiteres Z101. Weiteres Forschungszentrum bauen, um die Erforschung neuer Chassistypen, Waffensysteme und Munitionsupgrades zu gewährleisten. Forschungsfenster durch F2 drücken und so weiter. So, jetzt machen wir hier mal Trick 17. Drum aus. Energie wird knapp. So, jetzt wird hier oben komplett auf einen Schlag die ganze Energie lahmgelegt. Quatsch. Die ganze Produktion wird lahmgelegt. Jetzt gehen wir auf ein Forschungszentrum und bauen einfach mal Forschungszentren. Hä? Okay, er geht spazieren. Oder fährt spazieren. Gut, dass das Licht, dass der Regen aufgehört hat. Jetzt kann ich wieder vernünftig. Neue Boden und der Feind im Nordosten. Alles klar. Position feindlicher Truppen gescannt. Feind muss zerstört werden. Programmoption Pause verändert und so weiter. Alles klar. So. Die marschieren. So. Wenn die Herrschaften mit den MGs dann bitte mal direkt auf hier diese Einheiten feuern könnten. Das wäre super. Sie sind ja nicht auf Feind folgen. Doch, sind sie. Feind bitte nicht verfolgen. Nicht da reingehen. Nein, nein, nein. Oh, verdammt. Jetzt sind wir zu nah dran. Jetzt hat er uns entdeckt. Jetzt haben wir verloren. Wir haben nicht verloren, aber jetzt sehen sie uns. Das war nicht so gut. Wir hätten sie schön aus der Entfernung wegmachen können. Jetzt haben sie uns aufgespürt. Toll, wieder alles falsch gemacht. Ach ja, wir können uns nochmal bewegen. Wir müssen... Okay, es bringt nichts. Bei den Raketen hätte es funktioniert, aber die Parmier-Panzer hier, die haben natürlich... Das sind Hitscanner. Kann natürlich auch in Bewegung bleiben, das ist natürlich ganz klar. So, mit Granaten richtig üble Geschichte. Allein deswegen schon... Ja, die Reichweite ist krass von den Dingern. Die kann man später noch so richtig... Jetzt noch eine schwere Granatwerfer, die dann wirklich alles wegrotzen. So, Forschung hätten wir auch. Dann können wir die Granaten verändern, verbessern. Nee, können wir nicht. Wir müssen erstmal den Granatwerfer upgraden. Wieso kann ich die Granaten nicht? Ach, weil sie so krass sind wahrscheinlich. Sagen sie sich, nee, das machen wir so nicht. So, hier ist was Fliegendes. Machen wir kurz den Baum weg. So, Baum ist weg.
Dann feuert man auf den Boyar. Den kennen wir ja noch, das ist der... Achso, Energie wird knapp. Achso, ja, weil ich das eingestellt habe. Das war natürlich dumm. So, bitte weiter produzieren. Und den schicken wir nach oben. So, forschen könnten wir hier. Ne, das sind die Forschungsgebäude. Aber wozu? Ich denke mal, wenn wir den Feind eliminiert haben, dann ist sowieso Feierabend. Oh, ich muss ja was bauen. Und zwar Munitionsversorgung. Anfängerfehler. So. Oh. Mission erfolgreich. Alle gegnerischen Truppen wurden ausgeschaltet. Ein Doppelklick auf eine Einheit wählt eine Einheit gleichen Typs an. Tutorial beenden. Menü. Ja, jetzt kann man das Ganze noch mit Munition versorgen. Hier sind die Kondore. Kondors, wie auch immer. Also alle Einheiten wurden vernichtet. Jetzt stehen noch die Gebäude rum. Jetzt ist aber schon die Munition langsam knapp. Aber das Wetter ist natürlich wieder hervorragend. So. Ich sage, machen wir das Gebäude noch oben Platz. Und dann soll es das gewesen sein. Das waren dann die Tutorials. Ja. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass vielleicht jetzt bei der Aufnahme nochmal klingelt, ich zur Tür stürme und es dann losgehen kann. Aber da müssen wir halt eben noch warten. Aber sobald es angekommen ist, wird es auch schon losgehen mit der ersten Geschichte. So. Und Munitionsanfragen haben wir auch. Das heißt, jetzt könnte Zeug kommen. So, auch ganz nett. Ich kann per Knopfdruck kann ich alle, wie soll ich sagen, Zivileinheiten, alle Kampfeinheiten, alle Flugeinheiten kann ich quasi mit einzelnen Knopfdrückchen auswählen. So wie hier zum Beispiel. Jetzt habe ich alle, jetzt habe ich die Flugeinheiten, jetzt habe ich alle Einheiten. So sind es nur die Kampfeinheiten. Also von der Steuerung her wirklich ein absoluter Traum. Tja. Nicht hingeguckt, macht aber nichts. Wir haben den Feind auseinandergenommen und da kommt die Munition. Ja, also alles mit Max funktioniert hier teilweise. Der Spider, den kennt man auch aus 2160 oder auch aus der alten... Okay. Da geht die Musik wieder richtig ab, deswegen habe ich mich BONK101 genannt, weil, ne, passt ja hin. Das ist ja alles so mit KI und Co., wie man es kennt. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Das waren die Tutorials von Lunar Corporation und United Civilized States. Dann werde ich mal einen W20 würfeln, aber ich würde sagen, wir fangen an mit der United Civilized States, oder? Gehen wir mal ein bisschen auf die Max los und danach kümmern wir uns um die Lunar Corporation. Hier Elektrokanonen, hier ihr Plasmakanonen und die krassen Raketenwerfer und die schweren Geschütze mit den fetten Panzern, das haben wir schon erlebt. Da sind wir ja schon durch. Genau, und Laserkanonen, das sind ja auch deren Zeug. Naja, und noch ein paar Kleinigkeiten extra. Ja, wie gesagt, das war's. Beim nächsten Mal gibt's mehr von Earth 2150. Ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei. Dann geht's mich los mit der nächsten Kampagne und einem vernünftigen Earth-Spiel. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis dann. Ciao, ciao.